Apropos, ich habe mal Schneeballschlacht hier in Köln erlebt. Köln gegen TuS Koblenz, also Köln 2 gegen TuS Koblenz. Boah, das war krass. Da war alles voll Schnee. Der ganze Platz. Und da haben wir 1-0 leider verloren, aber boah. Boah, das war auch eine gefährliche Hinfahrt, muss ich dir ehrlich sagen. Linienbus ist weggerutscht. Du weißt auch, hier in Köln kennen sie gar keinen Schnee. Richtig. Wenn es hier mal richtig zuschneit, dann ist das so selten. Ja, aber was ich da erlebt habe, ist zum Beispiel da in Bonn, da war ein Linienbus total weggerutscht, ein Teil. Dann sind wir dann noch rausgekommen und dann der Zug, der stand nur fast im Stau, es ging nur in minutenweise da voran. Und der ganze Platz da hinten, der war richtig voll. Da in dem Rhein-Energie-Sportpark. Das war schon ein krasses Spiel da. Da habe ich eben auch einen Fanreporter kennengelernt von der TuS Koblenz. Also jetzt nicht persönlich, sondern ich habe ein YouTube von ihm gesehen, der heißt Simon Friedrich. Aha. Und der macht immer wieder von der TuS Koblenz. In welcher Liga sind die jetzt? Die sind 5. Liga, die sind abgestiegen. Aber in diesem Winter findet leider kein Testspiel gegen die Stadt, obwohl es schon ein krasses Testspiel war. Die Schneeballschlacht. Köln 2 gegen Koblenz. Was kann ich jetzt nochmal machen? Ich grüße den Simon Friedrich, den Fanreporter der TuS.